Ein letztes Mal ans Meer, ins Theater oder jemanden besuchen. Der Wünschewagen macht es möglich für Menschen mit nur noch geringer Lebenserwartung. Es gibt ihn in Brandenburg seit September vergangenen Jahres unter dem Dach des Arbeiter-Samariter-Bundes rein spendenfinanziert. Es kommen jede Menge Wunschanfragen rein. 17 konnten wir bis heute realisieren und die gingen wirklich in den Bayerischen Wald und an die Ostsee, nach Hamburg. Auch kleinere Reisen, nur zur Verwandtschaft. Wir sind völlig begeistert, dass wir so gut angenommen werden und wir sind auch tief beeindruckt von vielen Ehrenamtlichen. Das sind etwa 80 im Land, die sich bereit erklärt haben. Etwa 40 gehören schon zum inneren Kreis, die geschult sind und uns bei den Fahrten unterstützen. Die TRP Bau GmbH aus Teltow gehört zu den finanziellen Unterstützern. Am 17. Juli wurde auf dem Firmengelände ein symbolischer Scheck in Höhe von rund 13.300 Euro übergeben. Das Unternehmen hatte im Juni sein 20-jähriges Bestehen gefeiert und die Gäste gebeten, keine Blumen zu schenken, sondern für den Wünschewagen zu spenden. Und wie gesagt, es kam nicht zu Spenden mit 15, 20 Euro, sondern Einzelspenden bis zu 500 Euro. Und ich glaube, das ist schon Beweis dafür, dass dieser Wünschewagen sehr gut angenommen wird in der Bevölkerung. Und ich freue mich, dass diese große Summe zustande gekommen ist. Wir haben einen Defibrillator drin, ein Absaugegerät. Der Wünschewagen ist notfallmedizinisch ausgestattet und ermöglicht Schwerstkranken komfortables Reisen. Besser ausgerüstet als jeder Krankenwagen. Das ehrenamtliche Begleitpersonal kommt aus medizinischen oder pflegerischen Berufen. Der Projektkoordinator arbeitet hauptamtlich. 45 bis 50 Fahrten sind pro Jahr geplant, kostenfrei für die Fahrgäste und ihre Angehörigen. Rund 90.000 Euro werden dafür benötigt. Teltows Bürgermeister Thomas Schmidt hatte als Vorstandsvorsitzender des ASB-Landesverbandes auch bei TRP für den Wünschewagen geworben. Wenn das Angebot einfach angekommen ist, jeder darum weiß, dann mag es vielleicht sogar etwas stiller um das Projekt werden, aber wir benötigen dann trotzdem die Hilfe. Und da liegt dann unser Bemühen, auch langfristig planen zu können und langfristig auch Spenden einzuwerben.